Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Reaction-Video. Heute gucke ich mir von Unity zwei Covers an. Zu Unity habe ich schon drei Reaction-Videos gemacht, zu deren drei Musikvideos, Satu, Choba Chintaku und Pandaran Tirur. Und da dachte ich mir jetzt, warum nicht Coverprojekt anschauen, was die herausgebracht haben. Da habe ich mir jetzt zwei ausgesucht, zwei K-Pop-Lieder von Love Scenario Icon und BTS Euphoria. Welches soll ich anfangen? Nehmen wir das lieber. Dann fangen wir auch an. Bin gespannt, was die Jungs drauf haben, weil stimmlich finde ich die super, sehr gut. Vor allem, wenn mehrere singen, gleichzeitig finde ich harmonieren die super. So, dann fangen wir auch an mit dem Cover-Song Euphoria von dem Member Fanly. Bin gespannt. Jungkook BTS. Okay, schöne Natur. Hat was Beruhigendes. Sein T-Shirt gefällt mir. Oh, das ist schön. Sieht super aus und stimmlich auch gut. Ich würde echt interessieren, wie das wäre, wenn die ganze Gruppe das gesungen hätte. Weil, würde glaube ich gut passen. So in A Cappella wäre das schön. Oh, hoffentlich machen die das mal so. So ein K-Pop-Song covern in A Cappella. Okay, da ist noch so eine tiefere Stimme hinterlegt. Ist das seine Stimme? Oh, diese High Notes. Yeah. Close the door
Nice. Schön gesungen. Zum nächsten Zweitsong, Shandy Fanley. Shandy und Fanley. Okay. Das Lied mag ich auch sehr von Icon, deswegen bin ich hier gespannt. Der sieht ja cute aus. Drama. Ah, das ist auch Fendi. Okay. Er ist wahrscheinlich zuständig für die High Notes immer. Schau, die Stimmen harmonieren so gut. Hört sich so gut an. Gesungen. Ja. Also schreibt gerne hin, wie ihr das fandet. Also die Gruppe ist, also stimmlich finde ich die gut. Deren Songs sind ja auch immer ein bisschen ruhiger. Vor allem Pangarantidur. Und Satu war schön auch. Und Chobachintaku war, finde ich, stimmlich sehr gut. Ja, falls ihr mehr sehen wollt, schreibt gerne in den Kommentaren, was ihr für Empfehlungen habt. Falls euch die Reaktion gefallen hat, lasst ein Like da. Ich habe noch andere Reactions zu anderen indonesischen Künstlern. Ayu Ting Ting, Sabian, Virginia Sarafajira. Sowas halt. Falls ihr mehr kennt, könnt ihr gerne in den Kommentaren schreiben. Ja gut, dann sage ich auch stay safe und danke fürs Zuschauen. Bye.